Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge RimWorld. Und vielen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Ich glaube, mittlerweile dürfte das die. Ich glaube, es ist jetzt die 20. Folge tatsächlich. Und ja, wir sind gut vorangekommen in diesem Spielstand. Das ist erstaunlich, erstaunlich ruhig. Und ich habe ja in der letzten Folge versprochen, dass heute irgendwas Spannendes passiert. Und ich denke, das wird auch passieren. Ach, ich habe die Party verpasst. Ach nein, Yumi hat eine Party geschmissen und ich habe es verpasst. Na toll. Gut, also wir haben jetzt nur eine Party verpasst, mehr nicht. Und weiter geht's mit der harten Arbeit. Und ich will immer noch mehr Tiere haben, denn wenn Händler kommen, will ich die auf jeden Fall verkaufen. Ich will natürlich auch so welche haben, um die zu züchten und Eier zu ernten. Aber auch um, ja, mit manchen Tierarten kann man ja echt gute Preise erzielen. Und das möchte ich mir natürlich zunutze machen, denn das Thema ist ja jetzt nicht so hart. Also wir verlieren ja jetzt nicht ganz viel Zeug dabei, wenn wir versuchen, irgendwas zu zähmen. Hier ist ein Chinchilla. Ein männliches. Das werde ich auch mal auf die Liste der zu zähmenden Tiere setzen. Aber wie gesagt, Chinchillas sind einfach cool und ich möchte eins haben. Ja, eine weibliche Schildkröte wäre auch noch toll. Und hier ist noch was, was Eier legt. Das ist gut. So, das reicht jetzt aber auch erstmal auf der Liste, würde ich sagen. Da kommt Robert ja überhaupt nicht mehr hinterher. Wo ist das? Gut. An Eisen mangelt es uns. Eisen. An Stahl mangelt es uns auch bald nicht mehr, würde ich sagen, dank Jumas harter Arbeit hier im Bergwerk. Ja, die Schildkröte liegt da tatsächlich immer noch. Ach, die verdirbt jetzt demnächst, okay. Warum ist denn Lenf jetzt dabei, Tiere zu zähmen? Das war natürlich nicht so gewollt. Da machen wir mal eine 3 draus. Ach, die hat doch keine wirklichen Prioritäten. Moment, die gucken wir uns nochmal an. Also an Arbeit mangelt es uns ja hier nicht. So, nee, Moment. Natürlich nicht in diesem Menü. Hier. Handwerk, Forschung. Ja, wir haben noch keine Forschungsstation. Das sollten wir mal machen. Tiere. Okay, da ist er gerade weggeschickt. Kochen. Ja, okay. Was machen wir denn mit der jetzt so lange? Handwerk, ja, das können wir alles noch nicht so wirklich gebrauchen. Was macht sie denn jetzt? Nimmt Beeren? Okay, zähmt weiter. Eigentlich muss ja die Bauarbeiten weitergehen. Das hätte ich lieber. Und deswegen mache ich das hier erstmal hoch. Ich weiß, sie ist jetzt nicht die Bauarbeiterperson, aber alles andere ist gerade nicht so wichtig. Es gibt Wichtigeres, sagen wir mal. Ja gut, den Chinchilla soll sie mal noch probieren. Wenn sie mit denen jetzt holt, dann darfst du gerne für immer Tierzähmerin bleiben. Ich bin froh, dass wir einen Alpaka haben. Das freut mich tatsächlich. Es ist tatsächlich fast schon wie in dem alten Spielstand. Wir haben einen Alpaka, wir haben einen Truthahn, der zwar noch nicht ausgewachsen ist. Wir haben einen Yuma, der jetzt mit Yumi zusammenkommt. Passt das noch vom Namen her? Ich hab's doch gesagt. In dieser Folge erwartet uns etwas Spannendes. Die schattigen Biber sind da. So, gucken wir uns die mal an. Sie greifen sofort an. Die schattigen Biber, na gut, einer. Den werden wir doch wohl schaffen, ohne irgendwelche Verluste zu erleiden, denke ich mal. Hat auch nur einen Holzknüppel dabei, der auch noch schlecht ist. 38 Jahre, okay, das greift Stahltür im Nahkampf an. Der kommt. Das ist jetzt witzig, der kommt von hier unten. Hier unten, nicht von oben. Unsere Behausung ist. Wo ist sie denn? Hier. Und er möchte, das ist die einzige Stalltür, die wir haben, und er möchte diese Tür angreifen, anscheinend. Okay. Also die KI möchte anscheinend unbedingt Türen zerstören und nicht mal unbedingt unsere Leute. Also ich würde ganz ehrlich sagen, weil es eine Person ist, empfangen wir den doch einfach mal ganz nett und lassen ihn erst gar nicht zu uns kommen. Immerhin haben wir ein paar Tiere hier rumlaufen. Wo sind denn hier alle? Sind alle so weit weg. Ich denke, na doch, wir schicken mal zur Sicherheit alle hin. Man weiß ja nie, was passiert. Oder sollten wir das nicht tun? Eigentlich reicht das auch, wenn wir einfach nur unsere Nahkämpfer hinschicken, weil die Fernkämpfer schießen sich eh wieder gegenseitig über den Haufen. Also, er nähert sich von unten. Finden wir den noch? Hier. Da ist er. Wir sind dort, also kommen wir dem einfach mal auf halbem Wege gleich entgegen. Aber wir warten noch kurz, wo er eigentlich hinläuft.
Also wir müssen unsere Leute nicht schon jetzt dahin schicken, sollen die mal ruhig noch ein bisschen vorher arbeiten. Also, wie ihr euch schon denken könnt, ich schicke jetzt die Nahkämpfer Yuma und Robert da gleich hin. Und die können das dann erledigen. Die Fernkämpfer treffen ja eh nie. Von daher ist mir das so lieber. Der scheint mit irgendjemandem verwandt zu sein, sehe ich hier gerade. In der Gruppe von Piraten sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Beachte aber, dass sie, auch wenn sie miteinander verwandt sind, aufgrund der schlechten Beziehungen zwischen ihren Fraktionen trotzdem gegeneinander kämpfen werden. Okay, hier haben wir jetzt gerade Herumtreiber Dean und der Bruder ist Robert. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dann Robert dahin zu schicken und gegen seinen Bruder kämpfen zu lassen. Also ich glaube ja eher nicht. Da machen wir das doch ein bisschen anders. Wir schicken jetzt einfach einen Nahkämpfer und einen Fernkämpfer hin. Aber wir lassen ihn, wie gesagt, noch ein bisschen näher kommen. Ja, dann lassen wir das mit Robert. Ich lasse hier ungerne Bruder gegen Bruder kämpfen. So. Wir lassen ihn ruhig noch ein bisschen reinkommen. Ich glaube, der will immer noch die Tür angreifen. Jo. Lassen wir den ruhig mal in unsere Stahltür angreifen. Also um die mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. So, ich denke, jetzt ist er nah genug. Wo haben wir Yuma? Nicht, dass unsere Kolonisten auf einmal ganz weit weg sind. So. Ich denke mal, dass der da von unten auch ankommt. Also ich bringe mal Yuma hier in Position. Und wen hole ich mir noch? Wer ist denn am nächsten dran? Vielleicht einfach so. Huch, wo ist die denn? Ach, da ganz oben. Gut, dann nehmen wir Yumi, die ist gleich da. So. Schicken wir die beiden da mal hin, da unten. Dann denke ich mal, reicht das. Im Notfall holen wir uns Robert hier von links halt noch hin. Piraten der Fraktion Schattige Biber haben sich entschieden, alles, was sie können, mitzunehmen und das Gebiet zu verlassen. Ach, der will uns gar nicht angreifen, der will uns hier gerade nur ausrauben. Okay, der haut hier gerade einfach ab mit unserem Zeug. Also, Entschuldigung, aber das kann ich ja nun gar nicht akzeptieren. Aber ich glaube, den kommen wir nicht mehr hinterher. Ja gut, die paar Bauteile, auch 30 Stück. Aber wir schaffen das nicht, wir kommen dem nicht hinterher. Wir müssen unbedingt einfach unser Zeug weglagern, damit das hier nicht so rumliegt. Ah, das ist ja witzig, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass der einfach nur unser Zeug nimmt und abhaut damit. Gut, ist denn halt so. Wir räumen hier am besten mal den Stahl weg. Also ich glaube, der kommt auch nicht wieder, wenn er jetzt erstmal abgehauen ist damit. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich glaube nicht, dass der jetzt einfach nur irgendwo bunkert und dann wiederkommt. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ach, da. Nee, der haut hier tatsächlich ab. Das ist ja witzig. Klaut er uns 30 Bauteile und verschwindet. Hatte ich auch noch nicht. Aber er hätte ja auch keine Chance gehabt. Wahrscheinlich hat er schon gesehen, dass wir einfach mal total in der Überzahl sind. Er hat sich gedacht, na gut, dann nehme ich wenigstens noch hier so ein kleines Frachtgut mit. Und tschüss. Nebenbei achte ich immer hier so ein bisschen drauf. Da müsst ihr im Dschungel echt gucken, wenn euch Kobras zu nahe kommen. Die greifen nicht unbedingt eure Kolonisten an, aber eure Tiere. Vor allem kleinere Tiere. Also vor allem so, wenn ihr Babys oder so habt. Wir haben ja hier zum Beispiel unseren jungen Truthahn. Der ist für die einfach ein Leckerbissen. Und auch deswegen würde ich gerne hier ein paar Mauern ziehen. Allein schon, um auch unsere Tiere vor den Kobras zu schützen und auch vor den Panthers. Das, denke ich, ist sehr wichtig. Ich glaube, hier kommt keiner durch. Hoffe ich, dass da durch die Lücke keiner durchkommt. Dann setzen wir hier in der Mitte einfach eine Tür, würde ich sagen. Und dann haben wir die nächste Ecke da oben dicht. Ja, wie man sieht, die KI visiert anscheinend direkt Türen an. Nicht mal unsere Holztür zur Wohnung oder so. Ja, tatsächlich diese Tür da hinten, wo er von unten kam. Es ist leicht witzig, tatsächlich. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass mir den Tag so bewusst geworden, als ich nicht aufgenommen habe. Wir bauen uns ja in den Berg. Wir haben hier überall Bergwände. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. Falls, dann tut es mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber es ist wichtig. Bei Bergwänden können tatsächlich Insekten spawnen. Also es kann sein, dass hier auf einmal so ein Insektenbau entsteht und da kommen dann Gegner raus. Insekten, Spinnen und sowas. Und dann hat man einfach mal richtig schön, ja, je nachdem, ob man Glück hat, kommt da halt nicht so viel raus. Wenn man Pech hat, dann kommt da eine ganz schöne Armee raus. Und ich wette, das wird uns auch noch passieren. Also mir ist das bei einem Spielstand sehr schnell passiert.
noch gerade am Anfang das erste Zimmer gebaut, auf einmal ein Insektenschwarm. Aber wollen wir mal hoffen, dass es jetzt hier nicht der Fall ist. Dass wir da ein bisschen Zeit spendiert kriegen, weil wenn wir erstmal gut ausgerüstet sind, dann wird uns das auch nicht mehr so wehtun. Was mir auch noch einfällt, was ich gerne schon mal bauen möchte. Ach, jetzt muss ich kurz überlegen, wo das ist. Bei Produktion 100 garantiert. Arbeitsplatz hier. Da, nee, kann man kein Material auswählen. Das können wir hier einfach mal eben in die Ecke setzen. Mal da. Da können wir uns schon mal ein paar Waffen bauen. Wir haben jetzt ein paar kleine Waffen, aber falls doch mal was kaputt gehen sollte oder so, dass wir hier mal uns vielleicht einen kleinen Bogen und ja, machen wir noch eine Keule. Einen kleinen Bogen, eine Keule, falls wir es brauchen, falls zum Beispiel auch ein neuer Siedler kommen sollte, der jetzt keine Waffe mitgebracht hat. Oh, das tut mir fast ein bisschen leid. Der Junge Truthahn muss da draußen auf dem kalten Boden schlafen und das Alpaka schläft schön bequem bei uns in der Bude. Vielleicht machen wir den auch einfach mal einen kleinen Schlafplatz. Kann ja auch draußen sein. Moment, Möbel. Den habe ich ganz vergessen, dass der ja auch was braucht. Und wir müssen hier natürlich jetzt auch mal ausbauen, dass unsere Leute nicht alle zusammen schlafen. Das darf ich auch nicht vergessen. Hätte ich jetzt aber tatsächlich fast vergessen. Und das mache ich jetzt auch mal. Ich baue die ganze Zeit irgendwo anders Stahl und so ab und denke gar nicht dran, dass wir ja auch noch eine Bude haben, die wir mal ausbauen müssen. Das gefällt dir natürlich auch nicht, wenn die ja alle auf einem Haufen schlafen müssen. So, dann würde ich mal, ich würde direkt ein bisschen planen. Auf jeden Fall brauchen wir einen Flur. Den würde ich jetzt tatsächlich einfach hier einmal ransetzen. Hier machen wir eine Tür mit einer Wand. Machen wir hier so einen 2 Zeilen breiten, ja so, bis hier. Hier ist ja auch noch Stahl, hier können wir noch ein bisschen was abbauen. Dann lassen wir hier wieder eine Wand und planen jetzt mal, wie wir die Räume ransetzen. Ein bisschen größer, dass sie sich nicht so beengt fühlen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie viel Platz sie jetzt wirklich brauchen, damit es jetzt ihnen nicht zu klein ist. Ich würde aber schon sagen, vielleicht so hier. Ja, weil das sieht mir schon wieder zu klein aus. Ich mache so. Dann können wir... Wir können jetzt überlegen, ob wir hier vielleicht nochmal einen Flur vielleicht erstmal einmal hochziehen. Dass wir hier auch hochkommen, das mache ich vielleicht erstmal. So, den ziehen wir hier einmal durch. Dann können wir hier jeweils ein Kästchen wieder wegnehmen. Weil wozu sich die Mühe machen, da Wände hinzusetzen, wenn wir genauso gut das einfach die Wand lassen können, die da ist. Denke ich. Obwohl das ja ein Flur ist. Da kann ja, da brauchen wir ja gar keine Türen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Aber hier dann, das mache ich einfach nochmal komplett weg. Dann bauen wir da nochmal neu ran. Moment, abbauen. Ich setze hier erstmal so ein Quadrat rein und dann überlegen wir, wo er anschließt. So, eins. Und würde ich sagen, dann einfach... Können wir auch gleich einfach einmal so ein... Ja, ich bin eigentlich doof. Wir machen das einfach gleich so. Wozu zwei Reihen machen? Das ist ja Verschwendung. Dann kommt das auch nochmal weg. Ja, man muss ein bisschen gut planen, weil wir haben ja nicht so viel unbegrenzten Platz. Und dann würde ich... Ich würde schon hier einmal anfangen, dass wir hier direkt gegenüberliegenden Raum machen. So. Und wie gesagt, ich nehme einfach 6x6. Sollte okay sein. Einmal so. Und dann vielleicht den nächsten hier einfach direkt anschließen. Ja, kommen wir sogar... Naja gut, die Ecke ist da ein bisschen doof. Vielleicht machen wir den einfach kleiner. Einmal so. Sollte auch okay sein. Und verbinden den dann... Vielleicht mittig. So. Wir können ja auch hier einfach über Eck machen. Der muss ja auch nicht so genau ein Quadrat sein. Das ist ja auch immer Quatsch. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier, machen wir einen Raum. Oder wir machen den Raum größer, den Küchenraum. Oder einen Spaßraum. Ich weiß noch nicht so genau. Ich lasse es erstmal so. Das wird hier eine ganze Weile dauern. Ich glaube, das ist schon wieder viel zu viel. Warte mal. Ich nehme das hier erstmal weg. Sollen sie erstmal so ausbauen, dass wir hier erstmal Räume fertig kriegen. Es wird natürlich jetzt ein bisschen lange dauern, weil wir brauchen die Bergarbeiter. Wir haben aber zwei zum Glück priorisierte. Mal hier Tierpfleger mal auf 2. Damit sich da wirklich drum gekümmert wird. Und hier ist es nur das, okay. Und jetzt würde ich tatsächlich alle anderen Aufträge noch, die jetzt hier so in unmittelbarer Nähe sind, wir brauchen jetzt nicht noch mehr Stahl, erstmal wegklicken. Ja, und der Typ ist anscheinend, kommt nicht wieder. Der uns beraubt hat, unserer Bauteile.
Der scheint nicht wiederzukommen. Also nächstes Mal lassen wir einfach ein paar kleine Päckchen überall liegen und dann greifen die uns gar nicht erst an und schnappen sich einfach das Zeug und sind weg. Auch gut. So. Gleich ist wieder Tag. Und so wie ich sehe, ach nein, noch nicht ganz. Man könnte schon ernten, aber eigentlich ist es erst bei 80%, also kann sich noch ein bisschen Zeit lassen, das Ganze. So, und ein neuer Tag. Und hier wird auch schon gebaut. Schön. Freue mich schon, wenn das hier alles ausgebaut ist. Das sieht bestimmt auch ganz schick aus. Wir haben sogar schon die erste Waffe hergestellt. Im guten Zustand. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Nahkämpfer. Na gut, hat ein Plastahlmesser und. Ich weiß gar nicht, wie ich das nenne, wie man das ausspricht. Plaststahl? Plastahl? Ich weiß gar nicht, was das ist. Und ein Stahlmesser. Tja, und hier haben wir jetzt eine Stahlknüppel. Oh, wir müssen dran denken. Haha, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, der ist nur aus Holz. Aber hier wird natürlich auch sowas benutzt wie Jade und. Gut, Silber ist raus. Das will ich auch wegmachen. Hier muss man natürlich ein bisschen gucken, aus was die Sachen gebaut werden. Ne, dass man sich nicht irgendwie freut, boah, ich habe jetzt ganz viel Silber und Gold zusammengespart und dann. Oh, wo kommt dann dieses Goldschwert her? Und wo ist eigentlich mein ganzes Gold? Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Dass man die Sachen nicht gleich wieder verliert, weil man die Produktion nicht gut eingestellt hat. Das ist dann sehr ärgerlich. So. Ach, und hier wird geerntet. Gut. Also wegen Essen brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Wir kriegen Ernte. Ach, und Haiwurzeln wurden auch schon gepflanzt. Also konnten wir das jetzt schon. Also da würde ich ja fast sagen, mir ist das Feld fast zu klein. Ich würde das Heilpflanzenfeld einfach mal ein bisschen erweitern. Weil davon kann man tatsächlich nie genug haben. So. Was haben wir hier drüber? Hopfen. Das kann erstmal so bleiben. So, jetzt haben wir hier ein größeres Heilpflanzenfeld. Ja, davon werden wir eine ganze Menge brauchen demnächst. Ich bin am Überlegen, unsere Medizin. Wenn wir jetzt demnächst auch Nahrung haben, brauchen wir natürlich auch Strom. Daran sollten wir jetzt auch demnächst denken. Ich würde tatsächlich hier auch. Ach so, hier ist schon der Bauplan von der Fackel. Okay. Na, wir lassen erstmal. Wir machen erstmal eins nach dem anderen. Nicht wieder zu viel. War schön, wenn man echt immer nur so kleine Bauprojekte macht, dann klappt das super hier. Also wir haben auch genug Stahl zum Glück. Wir können theoretisch hier vielleicht eine Wand ziehen. Das ist auch nicht so weit. Könnten wir mal eben machen. Weil ich glaube, das bringt uns echt was. Also, ja, wir machen es hier. Aber ich hätte die Ecke irgendwie gerne. Warum auch immer. Und ich möchte den Panther eigentlich aussperren. Na gut. Wenn er dann eingesperrt ist, dann ist es halt so. Wäre blöd, weil er dann unsere Tiere angreift. Vielleicht sollten wir ein bisschen warten, bis er woanders hingewandert ist. Bevor wir da zumachen. Nachher haben wir den echt eingesperrt und das Einzige, was er noch fressen kann, sind unsere Tiere. Schwierig, schwierig. Ich mache das erstmal Stück für Stück am besten. Ich ziehe schon mal ein bisschen, damit er nicht mehr so viel Freiheiten hat, hier reinzukommen. Aber wir machen es halt erstmal langsam. Vielleicht plane ich gerade auch ein bisschen zu doof oder. Also vielleicht ist es auch. Oh, was ist denn da passiert? Oh. Komm ganz schön nah ran. Aber Hunger hat er zum Glück keinen. Ah, geh woanders hin, Mensch. Jetzt muss er natürlich genau hier reinlaufen. Da sieht jetzt hier eine Mauer und denkt sich, boah, ich muss hier noch schnell rein. Das ist natürlich. Ein Trauerspiel. Aber die ganzen Büsche sind fertig. Schön. Jetzt müssen wir uns alles besorgen. Dieser Panther. Aber ich habe echt Angst, ihn anzugreifen. Ich würde ihn gern zähmen, aber ich habe Angst, dass er uns dann auch angreift. Weil ja, der bringt bestimmt gut Geld. Und ist auch eine super Wachkatze. Wenn man Tiere positionieren könnte, das wäre auch super. Wenn man machen könnte, von, weiß ich nicht, von dem bis dem Zeitraum, läufst du hier einmal Patrouille um das ganze Revier so, einmal Wache laufen von Tür zu Tür, das wäre super. Das würde mir wirklich gut gefallen. Es sind so ein paar Sachen, die ich mir gedacht habe, die das Spiel tatsächlich noch vertragen könnte.
Die würde ich auch demnächst gerne mal ansprechen. Ich habe mir wirklich eine Liste gemacht mit Sachen, die mir so aufgefallen sind, falls ich auch mal eine Rezension oder so zum Spiel machen will. Weiß ich nicht, ob das jetzt lohnt, weil ich ja eh Let's Play und dabei alles erzählen kann, was mir eigentlich zum Spiel einfällt. Aber da habe ich mir halt so ein paar Sachen überlegt, die ich gerne in dem Spiel noch sehen würde oder die halt noch nicht so gut laufen. Also wo ich halt Kritik zu äußern hätte an dem Spiel, was wirklich nicht so viel ist. Aber doch so ein paar kleine Punkte. Die kann ich euch ja mal so Schritt für Schritt mal ein bisschen näher bringen. Vielleicht so, wenn gerade mal nichts los ist, wenn man nichts zu tun hat, die Figuren einfach sich selbst überlassen kann oder ja, weiß nicht, wenn nachts ist und alle schlafen und man nicht weiß, was man sonst reden soll. Dann kann ich ja mal euch erzählen, was ich mir so bei dem Spiel noch wünschen würde. Dieser Panther. Verdammt. Ich hätte auch super gerne Tierfallen. Wir haben hier die Falle für die Leute. Aber warum gibt es eigentlich keine Tierfallen? Dass man nicht selber jagen muss, sondern einfach wie bei The Forest oder so. The Forest ist auch ein Survival-Spiel. Wo man dann einfach so eine Hasenfalle aufstellt. Das können ja auch wirklich verschiedene sein. So für kleine Tiere eine Falle, für große Tiere wie den hier. Dass man die vielleicht auch fangen kann, ohne sie zu verletzen, um sie dann durch den Käfig zu zähmen. Sodass es sicherer ist, die eigentlich angreifen können. Das wäre doch eigentlich eine super Idee. Das ist mir jetzt tatsächlich neu eingefallen. Das war noch kein Gedanke, den ich vorher schon hatte. Das ist mir jetzt eingefallen, wo ich die Leute hier sehe und den Panther gerne zähmen würde. Aber eben kein Risiko eingehen möchte. Oder gehen wir das Risiko ein? Ich meine, er ist ziemlich nah. Wenn das hier schief läuft, dann holen wir einfach die anderen Leute. Ich mache das jetzt, solange der hier ist. Wenn das schief läuft, dann lassen wir halt unsere schnell wegrennen und holen die anderen Leute ran und die sollen sich drum kümmern. Geht natürlich nur, solange der noch so nah ist. Weil besser, dass der denn uns angreift, als wenn er Hunger hat, unser Alpaka frisst. Glaube ich. Vielleicht auch nicht, aber weil unsere Kolonisten sind vielleicht noch etwas wichtiger als die Tiere, was ich im echten Leben nicht sagen würde. Aber in diesem Spiel hier haben wir die ja tatsächlich alle nötig. Vor allem, weil wir auch jedes Talent gerade brauchen. Ich mag die Musik von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich finde die echt gechillt. So nebenbei. Und sie ist mir immer noch nicht übergeworden. Es gibt so Spiele, da hast du so Musiken, die so, weiß ich, so aufdringlich irgendwie sind. Ja, und irgendwann sitzt du nur noch da und drehst eigentlich nur runter und drehst deine eigene Musik auf, weil du es einfach nicht mehr hören kannst. Weil es irgendwann einfach nur noch unerträglich wird, dieser Musik auch nur eine Sekunde weiter zu zören. Also mir ging das immer mit der Pokémon-Musik so. Am Anfang fand ich die immer mega geil und bin voll drauf abgegangen, diese Kampfmusik oder auch die normalen Musiken. Aber irgendwann muss man die auch ausschalten, weil man es einfach nicht mehr ertragen kann, diese fröhliche Musik zu hören. Das ist mir hier noch nicht passiert. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, vielleicht hilft uns der Holzboden hier auch, dass nicht sofort Insekten kommen. Aber vielleicht liegt es auch nur an den Steinwänden und es ist egal, ob man jetzt Holzboden hat oder nicht. Vielleicht sollte man tatsächlich diese ganzen Steinwände dann. Also die beim Lager hätte ich gerne so, weil es natürlich gut abhält oder man baut alles aus Stahl. Aber ansonsten könnte man hier natürlich auch einfach Holzwände nochmal machen. Man ist ja trotzdem im Stein. Dann hat man nicht so die Gefahr mit den Insekten. Machen wir aber alles noch. Nicht wieder alles auf einmal. Stück für Stück. Auf jeden Fall können wir ja bald. Wir können ja eigentlich schon. Ich meine, es wird ja trotzdem weitergebaut. Wir stellen jetzt einfach mal die Betten hin. Hier, können wir neu installieren lassen. Aber ganz ehrlich, unsere Betten sind alle übel schäbig. Wir stellen neue auf. Also, die Betten muss man jetzt echt nicht behalten. Dann will ich gleich Doppelbetten nehmen. Finden die sowieso besser. Ich überlege gerade. Gut, wir bauen noch Kabel, dann brauchen wir den Stahl. Also vielleicht sollten wir jetzt nicht unbedingt Stahlbetten bauen. Das wäre echt doch doof. Ich mache das anders. Ich lasse hier einfach mal ein paar Bäumchen abreißen. Kümmern wir uns mal darum, dass wir ein Doppelbett aufstellen können. Und das geht hier aber echt gut voran mit den beiden. Also die scheinen echt. Die Fähigkeit 10 muss schon sehr gut sein. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal ein End-Skill-Level gibt. Also ob irgendwann gesagt wird, so, jetzt ist Schluss, weiter geht's nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Könnte ja durchaus sein. Was ist das denn hier? Und da will ich natürlich keinen Holzboden haben. Wie auch immer das dahin kam.
Und dann warten wir wieder. Ach, wir müssen den Schlachttisch endlich mal bauen. Ich sehe den schon gar nicht mehr hier in dieser Holzbodenstruktur hier. Ja, schön, jetzt schläft der Panther direkt einfach mal auf unserem Feld. Dem gefällt es hier echt gut bei uns. Ich glaube, vielleicht freut er sich sogar, wenn wir den versuchen zu zähmen. Okay, dann würde ich sagen, weil jetzt wieder Nacht ist und wir wieder über der Zeit sind, machen wir jetzt hier wieder einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. So viel war jetzt nicht los. Der Überfall hat sich ja leider als nicht so spannend entpuppt, aber in der nächsten Folge. Da sage ich euch, da passiert der Angriff. Ein richtiger. Also, bis dann.